10 Jahre ist es her, dass aus den einzelnen Landeskrankenhäusern Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck ein gemeinsames, nämlich das Salzkammergut Klinikum, entstanden ist. Eine Zusammenführung als Erfolgsgeschichte, denn mittlerweile gehört das Salzkammergut Klinikum zu den 10 größten Krankenhäusern Österreichs. Wir bieten ein breites Spektrum in der Medizin an. Also wir sind gefragt und gesucht. Wir haben in 10 Jahren über 500.000 stationäre Patientinnen und Patienten betreut. 18.000 Kinder sind bei uns zur Welt gekommen. Also wir sind schon ein großer Gesundheitsanbieter. Damals gab es natürlich auch Zweifel, aber es war klar, dass man den medizinischen und den pflegerischen Fortschritt nur dann abbilden kann, nur dann realisieren kann, nur dann zur Verfügung stellen kann, wenn man eben zusammenarbeitet. 3 Krankenhäuser gemeinsam sind stärker als eines alleine und das wurde ganz klar in den letzten 10 Jahren bewiesen. Also 3 starke und selbstständig denkende Häuser wurden zu einem Verbund zusammengeführt. Seither hat man sich auf allen Ebenen weiterentwickelt, neue Schwerpunkte gesetzt, um am medizinischen Puls der Zeit zu sein. Man könnte so ganz grob sagen, dass hier in Vöcklabruck ein onkologischer, jetzt auch ein kardiologischer Schwerpunkt gesetzt wurde, dass in Gmunden mit dem Schwerpunkt der Orthopädie, aber auch der Altersmedizin ein Schwerpunkt ist und dass Bad Ischl mit der MS-Station und den Remobilisierungsmöglichkeiten einen sehr starken Schwerpunkt in neurologischer Richtung hat. Das letzte Jahrzehnt war auch geprägt von schweren Krisenzeiten, Pandemie oder der Fachkräftemangel. Auch hier haben sich der Verbund und vor allem neue Ansätze bewährt. Seitens der Schule wurden zusätzliche Lehrgänge angeboten von den Pflegestattern, aber auch diese Teilzeitangebote sehr gut angenommen. Und letztes Jahr hatte ich wirklich große Freude, denn von allen Absolventinnen, das waren an die 90, sind 90% bei uns im Klinikum geblieben. Wir hatten noch nie so viele Dienste am 3. Oktober, November wie letztes Jahr. Gerade für die kleineren Häuser hat es eine Zukunftssicherheit, eine Standortsicherheit und gleichzeitig die Möglichkeit geboten, Schwerpunkte auszubilden, die inhaltlich attraktiv sind, aber auch die Entwicklungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherstellen. Nach dem Kepler-Universitätsklinikum ist das Salzkammergut-Klinikum das zweitgrößte Klinikum der oberösterreichischen Gesundheitsholding.